So, Freunde, und jetzt geht's auf nach Ostrau zum Spargelhof Schertenleib und ihr kommt mit. Matthias vom Spargel auf Schertenleib. Ich bin ja die zweite Generation, die Spargel anbaut. Wir sind am Rande der Lommatscher Pflege gelegen mit sehr schweren Lösslehmboden, was bei uns eben den Spargelanbau auch auszeichnet. Wir müssen die Flächen nicht bewässern aufgrund der hohen nutzbaren Feldkapazität im Boden, dass wir eben immer ausreichend Wasser in so einem trockenen Frühjahr wie dieses Jahr zur Verfügung haben. Bei uns ist es so, dass wir an guten Tagen ca. 800 bis 1200 Kilogramm Spargel ernten. Wir haben dazu 4 bis 6 rumänische Erntehelfer, die mit Maschinen die Spargelfelder absuchen und abfahren und eben nach und nach ernten. Und dann Messer, musst du hier, Messer. Und Feuer frei, oder? Maschinen. Läuft? Ja. Ja. Jetzt ziehen. Gut. Okay. Messer. Diese? Ja. Ist schon ab? Nein. Jetzt? Ja. Die Katastrophe, das ist gar nicht so einfach. Gut. Okay, ja. Und eine noch. Ja. Wie tief? Ist das egal eigentlich? Nee, man darf nicht zu tief, weil sonst trifft man das Herz und dann stirbt die Pflanze. Also dann. Das ist, bin ich schon zu tief hier? Nee, das siehst du, da hast du da unten so braune Knospenblätter dran. Okay. Wie von einer Blumenblüte. Immer durch. Gut. Ah, okay. Super. Na dann, frischer Spargel. Im Hintergrund sehen wir unsere Junganlage für einen Grünspargel und einen Violettenspargel. Das wollen wir die nächsten Jahre noch ein bisschen erweitern. Zusätzlich zu den Bleispargel und Kartoffeln, die wir aktuell überall im Markt liegen haben, kommen dann auch noch Süßkartoffeln dazu und ein paar Möhren. Und es wird die nächsten Jahre auch weiterhin das Produktportfolio an solchen Spezialitäten, was Gemüse angeht, erweitert werden. Frische Spargel, frische Kartoffeln vom Biohof Schertenleib und was wir daraus kochen können, das zeige ich euch jetzt.